Hi meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute mein einfaches, schnelles und trotzdem sehr wirksames Herbst-Alltags-Make-up zeigen. Ich fühle mich so viel besser jetzt, wo ich diesen Look geschminkt habe, zu vorher, weil ich finde, im Moment, ich fühle mich einfach blass und manchmal so ein bisschen leblos im Gesicht. Ich bin auch sehr, sehr müde, weil ich nicht so gut schlafe. Und dieses Make-up gibt mir einfach wieder ein geiles Gefühl für den Tag und so fühle ich mich ready für alles, was kommt. Und möchte euch den gerne zeigen und mit euch teilen, weil ich ihn sehr, sehr schön finde und sehr regelmäßig schminke. Und los geht's, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Tutorial. Als Grundierung nehme ich die Catrice HD Liquid Coverage Foundation. Die Liebe zu dieser Foundation hält an, sie ist sehr beständig und sie ist sehr groß. Es ist einfach so eine verlässliche Foundation, die auf meiner öligen Mischhaut super schön aussieht, lange hält, einfach lange auch schön matt hält. Und ja, am Ende des Tages sehe ich immer noch gut aus, alles ist gleichmäßig, ebenmäßig. Und es ist einfach so ein Ride or Die für mich, wirklich. Und ich habe die Farbe 030, Sand Beige, Sand Beige. Ich habe schon wieder hier so einen Flaum an Haaren. Ich könnte mal wieder mein Gesicht rasieren. Würde nämlich sehr viel schöner dann aussehen, die Foundation. Ich bin mir sicher, ihr kennt das, wenn man diesen Flaum hat, an feinen Härchen auf den Wangen zum Beispiel, sitzt dann die Foundation immer einfach nicht so gut. Es sieht dann so aus, als würde sie sich da drin so absetzen. Aber das liegt dann nur an diesen Haaren tatsächlich. Dann benutze ich gerade fast täglich das NYX Concealer Serum. Ich habe die Farbe 04 Beige. Und ich mag den deshalb, weil er einfach ein bisschen reichhaltiger ist, ein bisschen feuchtigkeitsspendender, was ich ja zu der Jahreszeit einfach sehr, sehr gut finde. Ich mag die Farbe unheimlich gerne, er ist so leicht peachy, das heißt, hier seht ihr nochmal die Farbe. Er neutralisiert dunkle Augenschatten super gut. Und er hat einfach eine sehr, sehr gute Deckkraft und sieht schön aus unterm Auge, sieht auch lange schön aus und ist ein super solider, guter Concealer, den ich sehr ins Herz geschlossen habe. Zum Beispiel decke ich auch immer noch ein kleines bisschen extra um meine Nase ab, weil sich da Make-up bei mir schnell mal löst oder wenn man Nase putzen muss und so weiter. Und deswegen da ein bisschen Concealer zu haben, ist immer sehr, sehr hilfreich. An Tagen, wo ich besonders müde aussehe, was in letzter Zeit leider öfter mal der Fall ist, und wenn ich mich generell einfach blass und so ein bisschen leblos fühle, nehme ich hier von Make-up Factory den Light Reflecting Concealer. Und der ist wirklich ganz, ganz dünnflüssig, aber er hat hier diesen Stiftapplikator. Und der hat so ein bisschen, also der hat nicht starke Deckkraft, der ist einfach nur so leicht peachy und hat eben ganz viel Strahlkraft und Leuchtkraft und damit gehe ich einfach noch ein kleines bisschen unters Auge für so ein extra Pick-me-up und damit sehe ich immer noch mal einen Tick frischer aus. Der ist auch super schön, wenn man zum Beispiel gar kein Make-up trägt, wie wenn man zum Sport geht oder einkaufen oder was auch immer und einfach so ein bisschen wacher und frischer aussehen will. Wenn man jetzt sonst keine Grundierung drauf hat, kann man den trotzdem gut unter das Auge machen. Also es sieht nicht komisch aus irgendwie. Ich finde, bei vielen deckenden Concealern, wenn man die unter dem Auge aufträgt und sonst im Gesicht nichts, fällt das immer sehr, sehr auf. Aber bei dem tatsächlich nicht. Und wie gesagt, finde ich den super schön frisch und juicy unter den Augen. Um jetzt einmal meine Grundierung gut zu setten, nehme ich von By Anna das Setting Powder. Das mag ich super gerne. Es hat nämlich einfach ein kleines bisschen mehr Farbe. Und hat so einen total schönen Blurring-Effekt, einen Weichzeichner-Effekt, eben ohne irgendwie total trocken auszusehen auf der Haut oder stumpf, sondern die Haut sieht trotzdem noch lebendig aus und sehr, sehr samtig und weich. Und hier sind außerdem pflegende Stoffe mit drin, sodass es wirklich überhaupt nicht austrocknet, das Puder. Ich fühle mich tatsächlich im Moment ziemlich blass, also ich habe wirklich all meine Farbe vom Sommer verloren. Und möchte deswegen wieder schön viel Leben in mein Gesicht bringen. Und ich fange einmal mit dem Highlighter von By Anna in Champagne. Und den trage ich auf die höchsten Stellen meines Gesichts auf, also hier auf die Wangenknochen. Und es ist ein super schöner Highlighter, der diesen Glass-Skin-Look gibt, aber nicht zu schimmrig oder zu glitzerig ist, sondern richtig, richtig schön. Ich mag den total gerne. Ich mag nicht viele Puder-Highlighter tatsächlich, aber den sehr. Auch schon mal ein bisschen hier in den Augeninnenwinkel. Und jetzt für ganz viel Farbe im Gesicht nehme ich von By Anna den Bronzer in 02 Sand. Und By Anna hat komplett natürliche und vegane Inhaltsstoffe, ist Familienstartup aus München, also eine deutsche Marke, was ich super, super cool finde. Wie ihr wisst, arbeite ich schon lange mit By Anna zusammen. Ich bin super happy mit den Produkten und ich mag auch die beiden Gründerinnen total gerne. Und wenn ihr wirklich Wert auf pflegende Produkte legt, die, wie gesagt, komplett natürlichen Ursprungs sind und vegan, solltet ihr unbedingt die Marke mal auschecken. Und der Bronzer in Sand hat viele warme, so ein bisschen leicht goldreflektierende Pigmente drin, was ihn super schön gerade als Bronzer im Herbst macht, finde ich, dass man Wärme wieder ins Gesicht kriegt, ein bisschen Farbe und nicht mehr so blass aussieht, so wie ich mich gerade fühle. Also der ist immer so ein richtiger Gamechanger gerade, meine Herbst-Make-up-Routine, weil er mich einfach sehr viel frischer macht. Und ich mich wieder so fühle, als ja, hätte ich Farbe im Gesicht. Die By Anna-Produkte sind auch sehr nachhaltig. Gerade in den ganzen Puderprodukten
könnt ihr immer das Fännchen austauschen, sodass ihr das Packaging behaltet und einfach nur das Fännchen reinmacht, sodass halt einfach nicht so viel Verpackungsmüll entsteht. Was natürlich super ist, und die Produkte sind auch sehr pflegend. Hyaluronsäure ist drin, Vitamin E, Jojobaöl. Also wirklich was Gutes für eure Haut, was Gutes für die Umwelt und dabei wirklich ganz tolle, toll performende Produkte einfach. Also ich bin schon lange Fan und werde es noch lange bleiben. Ich gehe mit dem Bronzer auch immer ein bisschen am Hals entlang. Wenn man den Rest des Körpers nicht sieht, kann man ruhig ein bisschen mehr Farbe auf den Hals auftragen. Ihr könnt bei Bayana meinen Code ADRIANA15 nutzen, wenn ihr die Produkte mal testen wollt oder euch was Neues zulegen möchtet. Ich weiß, ganz viele von euch schreiben mir immer, wie gut sie die Sachen finden, wenn sie sie auch bestellen. Und genau, ADRIANA15 einfach eingeben für 15% Rabatt und dann könnt ihr alles mal probieren. Wirklich ganz tolle Sachen. Ich zeige euch natürlich auch noch mehr. Ich zeige euch noch Lidschatten und Lippenstifte. Die sind nämlich auch ganz besonders. Einer von denen hat sogar einen Award gewonnen. Und dazu nachher mehr, aber nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst, dass ihr das gerne nutzen könnt. Und ich finde generell mit Bronzer und besonders diesem fühlt man sich direkt wie ein neuer Mensch. Also so viel besser jetzt. Für meine Augenbrauen nehme ich den Kess Brow Pencil in Light Brown. Der hat natürlich auch einen Spoolie auf der einen Seite, das heißt, man kann die Augenbrauen immer sehr, sehr gut durchkämmen. Und die Farbe Light Brown passt gerade so perfekt zu meinen Augenbrauen. Also die ist wirklich quasi unsichtbar. Man sieht wirklich keinerlei Farbe in den Brauen, weil die so natürlich ist. Ich habe nämlich dann mal im Vergleich meinen einen Brow Pencil von Benefit genommen, den ich auch super gerne mag. Ne? Also gar kein Hate diesem Brow Pencil gegenüber, aber von der Farbe her passt der hier einfach noch einen echten guten Tick besser. Aber bei dem anderen sieht man immer so einen leichten Unterschied, besonders im Tageslicht, sodass es halt nicht exakt reinblende, sondern der ist nämlich ein bisschen wärmer, der von Benefit. Und der hier ist so perfekt aschig, sodass er super natürlich aussieht. Und ich fülle einfach immer nur leicht meine Lücken auf und verteile die Farbe dann mit dem Spoolie. Also ich kämme sie so rein in die Augenbrauen. Damit kriege ich einfach immer das natürlichste Ergebnis. Ich mag das super gerne. Und um meine Augenbrauen zu setten, nehme ich das Brow Gel von Bayana. Auch das mag ich super gerne. Es hat die perfekte kleine Bürste. Genau richtig von der Größe, finde ich. Und es gibt den Augenbrauen diesen super schönen, strukturierten Look und hält sie wirklich den ganzen Tag da, wo sie sein sollen. Und ist sehr leicht dabei, also ist nicht so krass verklebend und hardcore, sodass man die Augenbrauen, dass die Gefühle total fest werden und man sie abbrechen könnte aus Versehen. Ich bin noch nicht mal fertig mit meinem Make-up und ich fühle mich jetzt schon so viel besser als vorher. Wahnsinn. Ach, Make-up macht schon einfach Spaß, ne? Was man damit so machen kann, auch einfach so fürs Gefühl. Für Blush nehme ich gerade wirklich immer nur zwei Farben, entweder Berry Duo Stick von Kess oder den Flirt Duo Stick von Kess. Und ich nehme jetzt heute Berry. Das sind die beiden neuen Farben von den neuen Refills auch von Kess. Und ich bin immer noch total begeistert, total happy damit. Und ich liebe es, Berry und Flirt tatsächlich mit dem Pinsel direkt aus der Tube zu nehmen. Also es nicht aufzutragen, sondern so einfach für mich besser dosieren zu können. Dadurch, dass ich so einfach viel besser kontrollieren kann und trage dann einfach so viel auf, wie ich an dem Tag möchte und gefühlt brauche. Und Berry ist halt einfach ein wunderschön bäriger Ton, perfekt für den Herbst. Aber auch Flirt ist super schön im Herbst, so ein Rot-Orange. Und die beiden einfach nur schön, wirklich. Und natürlich dadurch, dass es ein Cremeprodukt ist, gibt es nochmal extra Frische. Gerade wenn man sonst mehr Puderprodukte verwendet. Und ich mache auch wie immer noch ein kleines bisschen auf meinen Nasenrücken und fühle mich wunderbar fresh. So, willkommen zu den Augen. Und hier nehme ich von Victoria Beckham den Satin Kajal Liner in Bronze. Und den trage ich erstmal wirklich relativ grob an meinem Wimperngrund auf. Von vorne bis hinten. Und mit einem kleinen Blendpinsel blende ich den ein bisschen aus. Der ist halt super cremig, das heißt, man kann ihn wirklich direkt, wenn man ihn aufgetragen hat, super easy ausblenden. Und wie ihr seht, blende ich ihn einfach so ein bisschen hoch aufs bewegliche Lid. Dann nehme ich den Bayana Eyeshadow in der Farbe Gold und das ist ein wunderschöner, dezenter Goldton, ein Schimmerton. Und mit meinem Blendpinsel gehe ich da ein kleines bisschen rein und tupfe den jetzt über den Liner, also hauptsächlich aufs bewegliche Lid, nicht zu tief. Also der Liner soll damit nicht abgedeckt werden, sondern es soll quasi von dem Liner in das Gold übergehen, so ein kleines bisschen. Einfach richtig schön soft und dezent. Schöne, warme Töne. Perfekt für den Alltag, finde ich. Was ich an den Bayana Eyeshadows besonders liebe, habe ich schon ganz oft gesagt, ist, dass die super schön pigmentiert sind und farbintensiv sind und einfach 0,0 Fallout haben. Dann nehme ich Chocolate von Bayana, den Eyeshadow, und das ist einfach das perfekte, neutrale Dunkelbraun. Der ist weder zu warm noch zu kühl, er ist wirklich perfekt genau in der Mitte. Und den trage ich jetzt mit meinem kleinen Blendpinsel an meinem äußeren Augenwinkel auf
um da einfach nochmal eine Vertiefung zu schaffen. Vor allem auch eine Verdichtung der Wimpern optisch. Und ich versuche wirklich so nah wie möglich am Wimpernkranz zu bleiben. Und mit einem sehr feinen, abgeschrägten Pinsel gehe ich jetzt nochmal in Chocolate rein und mache mir so einen ganz leichten, soften Lidstrich. Also ich ziehe es ein bisschen hinten raus. Kleinen Wing. Dadurch, dass es ein Lidschatten ist, wird es einfach sehr soft, sehr weich und einfach nur eine ganz leichte Betonung. Und hier kann man auch ganz easy einfach zum Ausbessern mit dem Fingernagel so ein bisschen lang fahren, wenn man das Gefühl hat, die Linie ist nicht ganz korrekt zum Beispiel. Aber man kriegt einfach nur so eine ganz softe Betonung und genau das möchte ich für so einen Alltagslook. So, um die Augen jetzt fertig zu machen, nehme ich einmal von Huda Beauty den Creamy Kohl in Schwarz und leine meine obere Wasserlinie. Einfach damit die Wimpern schön dicht und voll aussehen. Besonders ja auch, weil ich keinen klassischen Eyeliner gezogen habe. Dann natürlich meine Tweezerman Pro Curl. Die muss sein. Dann nehme ich den Maybelline Sky High Primer. Auch das ist ein täglicher Begleiter geworden für mich, weil er wirklich die Wimpern nochmal sehr verlängert und sehr schwungvoll und intensiv macht. Unter der Mascara. Ich finde, dass der wirklich einen tollen Effekt hat. Und meine absolute Go-To-Mascara ist und bleibt die Lancôme Lash Idol. Die hat einfach so ein tolles, gebogenes Bürstchen, was perfekt zu meinen Wünschen passt. Bei mir ist ja immer Volumen super wichtig und Schwung. Länge gar nicht mal so, aber einfach auch, weil ich lange Wimpern habe. Deswegen ist mir das Volumen wichtiger. Und die versteht sich auch sehr gut mit dem Primer von Maybelline. So, wir kommen zu den Lippen und hier nehme ich Obsession von Bayana und ich liebe diese Farbe für Ombre-Looks, also dunklere Ränder, um den Mund mit einem Lip-Liner zu machen und dann Obsession in die Mitte, weil es einfach so ein schöner Beige-Rosé-Ton ist und sehr heller und perfekt dafür geeignet ist. Und dieser Lippenstift hat tatsächlich den Peter Wegen Beauty Award gewonnen, also super pflegender Lippenstift, Hyaluronsäure, Vitamin E, Jojobaöl drin und fühlt sich ganz, ganz angenehm an auf den Lippen und hat trotzdem eine relativ matte Textur. Also wirklich großer Favorit. Und gibt es in vielen verschiedenen Farben. Ich mache den mal einmal komplett drauf und dann line ich meine Lippen. Und zwar mit diesem Lip Liner hier von Natasha Denona. Das ist die Farbe Clio von den I Need a Nudes. Und der ist perfekt dafür. Was ich an dem so liebe, ist, dass er dieses bräunliche Nude hat, aber eben nicht zu dunkel. Das heißt, es sieht wirklich sehr natürlich aus im Verlauf mit Obsession zusammen. Wunderschöne Nude-Lippe, wenn ihr mich fragt. Und zum Schluss nehme ich nochmal von Benefit das Professional Setting Spray. Das ist der fertige Look. Schnell, einfach und perfekt für den herbstlichen Alltag, finde ich. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen und der Look gefällt euch. Denkt daran, dass ihr gerne meinen Code ADRIANA15 für Bayana benutzen könnt. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.